ich bin Slami und heute gibt es wieder ein Make-up-Tutorial. Heute wollte ich mal ein bisschen mehr Glitzer reinbringen, Gold und Orangetöne. Und das ist der Look, der dabei rausgekommen ist. Ich habe einfach angefangen und wusste nicht, was ich machen werde, aber ich wollte unbedingt Glitter verwenden. Das ist dabei rausgekommen und ich hoffe, dass euch dieser Look gefällt. Ich finde diesen Look sehr, sehr schön und der ist perfekt für Christmas-Pre-Partys und generell Partys geeignet. Und noch eine Info, bevor es losgeht. Ich werde am Montag, Dienstag, Mittwoch am 12., 13. und 14. den MAC Deutschland Instagram-Account übernehmen. Der ist erst vor kurzem gelauncht und ich werde ein Takeover machen. Und ansonsten lasst mich gerne wissen, welchen Celebrity-inspired Look ich jetzt als nächstes schminken soll. Also meine Schönen, ich wünsche euch einen frohen dritten Advent und wir sehen uns dann wieder am Mittwoch. Ich starte jetzt mit meinem Augen-Make-up und werde hierzu das NYX Quad verwenden und hier nehme ich den Orangenton und dazu einen Blenderpinsel und verblende das alles auf meiner Lidfalte und verblende, bis es wirklich schön ausgefadet ist. Als nächstes nehme ich die Farbe Underinterrupted von MAC, ein Ockerton, und werde hier zuerst mal meinen Kopf ein wenig nach hinten kippen. Dann setze ich den Blenderpinsel an und verblende. Dadurch bekomme ich einen softeren Cut Crease und ja, die Schattierung speziell nur auf die Lidfalte konzentriert und das ist der Effekt, den ich erzielen wollte. Ich möchte jetzt kein starkes Cut Crease machen, sondern eher ein softeres und verblende jetzt hier nochmal mit einem großen Blender. Und als nächstes nehme ich die Farbe Goldmine von MAC und verteile das auf meinem kompletten beweglichen Lid und bleibe auch nur auf dem beweglichen Lid, sodass ich ja eine scharfe Kante zwischen Lidfalte und beweglichem Lid schaffe. Als nächstes nehme ich jetzt diesen Mini-Shader-Pinsel von Sigma und gehe in dieses Rot Orangebraun von der Ultimate Basics Palette von Urban Decay und verstärke nochmal den Übergang, zumindest diesen Cut-Crease-Effekt. Wie gesagt, ich mache einen soften und keinen scharfen und verblende das erstmal. Anschließend nehme ich einen größeren Blenderpinsel und werde einfach den oberen Teil nochmal verblenden, sodass es schön ausgefadet ist. Jetzt nehme ich die Rose Gold Palette von Huda Beauty und nehme diese Farbe namens 24K. Das ist ein intensives Goldpigment und trage das mit meinem Ringfinger auf meinem beweglichen Augenlid. So verstärkt das nochmal das Gold und anschließend nehme ich diesen Glitterliner von Urban Decay. Das ist eines meiner Lieblingsliner. Und werde jetzt erstmal vom inneren Augenwinkel anfangen. Da wird alles verstärkter sein, weil zum äußeren Augenwinkel hin möchte ich das ein bisschen ausfaden, sodass es wie so eine Explosion aussieht, eher vom inneren Augenwinkel konzentriert, dann nach außen hin alles ausgefadet und jetzt erstmal trocknen lassen. Als nächstes gehe ich an mein Gesicht ran und werde jetzt erstmal hier das Baking Powder wegmachen und wegwischen, wegpudern und werde jetzt natürlich mein Gesicht konturieren. Das Wichtigste überhaupt. Hierzu nehme ich den Hoola Bronzer von Benefit und konturiere erstmal mein Gesicht. Da der Hoola Bronzer eher aschiger ist und nicht für eine gewisse Wärme im Gesicht sorgt, nehme ich jetzt nochmal einen Bronzer von MAC und der hat ein klein wenig Goldschimmer und das trage ich nochmal mit so einem großen Fluffy Pinsel auf mein Gesicht auf und ja, so bekommt ihr nochmal ein bisschen mehr Wärme und diesen Bronzy-Effekt und natürlich darf meine Nase nicht fehlen. Jetzt werde ich einen Eyeliner auftragen und das ist jetzt momentan wirklich mein absoluter Lieblings-Eyeliner geworden von NYX. Dieser Vinyl, glaube ich, heißt, aber ich schreibe euch alles in die Infobox und werde jetzt einen eher dickeren Eyeliner ziehen und anschließend Wimperndusche auftragen. Bevor ich jetzt die falschen Wimpern auftrage, lasse ich die Wimperndusche etwas trocknen und nehme jetzt diesen Mineralized Blush von MAC in so einem Peachy Pink Ton und gehe dann über natürlich zum Highlighter. Das ist so ein neuer Highlighter namens Double Gleam und das ist so ein Extra Dimension Highlighter, der ist nochmal intensiver und trage den auf meine oberen Wangenknochen auf und natürlich auch noch unter der Braue, damit nochmal ein Highlight-Effekt unter dem Brauenauge entsteht, meine ich. Genau. Die Wimpern, die ich heute aufgetragen habe, sind die Scarlet Wimpern von Huda Beauty. Ich habe sie ein klein wenig geschnitten, dadurch fand ich das Auftragen auch viel einfacher. Und auf den Lippen werde ich jetzt den
Bobbi Brown Lippenstift namens Salmon auftragen. Das ist so ein schöner Peach-Ton, ein sehr cremiger Lippenstift. Und damit die Lippen ein klein wenig aufgepumpter wirken, werde ich den Lipgloss von MAC nur auf die Mitte meiner Lippen auftragen und natürlich die Nase highlighten. Das habe ich komplett vergessen gehabt. Und dann sind wir auch schon fertig mit meinem Make-up-Look. Ich hoffe, dass euch dieser Look gefallen hat und wenn ja, dann lasst mir einen Daumen hoch da und abonniert diesen Kanal für mehr Videos und lasst mich unbedingt in den Kommentaren wissen, welchen Celebrity-inspired Make-up-Look für Weihnachten oder Silvester ich schminken soll. Also meine Schönen, bis zum nächsten Mal. I love you. Muah.